Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wargroove bzw. eine weitere Runde. Und wir befinden uns im Finsterwald und haben gerade mit grünen Daumen ein kleines Scharmützel gehabt, was wir auf unsere Art wenden können. Und jetzt stehen uns drei Wege offen. Einmal hier oben. Nebenmission Akt 2. Ufer des Barney. Oder gehen hier runter. Das ist Schwemmwald. Oder wir gehen hier hin und dann geht es wahrscheinlich in der Hauptquest weiter. Akt 3. Ich würde sagen, wir machen mal eine Nebenquest und wir machen vielleicht mal der Schwemmwald. Das ist ja dahin, wo Grün Daumen Setch verbannt hat. Und ich denke mal, vielleicht müssen wir gegen Setch kämpfen. Ich weiß nicht. Lass uns doch mal da reingehen. Grünen Raum missbilligt Setch Täuschung und stellt den abtrünnigen Kommandanten. Oh, jetzt geht's los. Setch. Setch, wir müssen miteinander reden. Was habt ihr euch dabei gedacht, diese Menschen vollkommen grundlos anzugreifen? Setch war auf der Jagd. Setch hat Beute gefunden. Gründaum denkt, wir sollten uns beherrschen, diplomatisch sein. Floraner sind Jäger, Floraner töten. Gründaum ist bloß ein verwelkter Feigling. No. Ich habe die Augen zu lange vor eurer brutalen Natur verschlossen. That's enough. Doch jetzt ist genug, Setch. Ich verbanne euch. No. Setch geht nirgendwo hin. Vielleicht wird es Zeit für einen neuen Herrscher im Finsterwald. Gut. Oh, das ist ein Groß. Dann werden wir Setch mal ein bisschen besiegen vielleicht. Setch. Zieht euch zurück, Setch. Wir müssen nicht kämpfen. Ich höre Angst in Grünen Daumens Stimme. Wenn ihr euch weigert, auf die Stimme der Vernunft zu hören, muss ich euch zu Gewalt greifen. Gut, Setch ist bereit. Zerstöre die generische Festung oder besiege Setch. Okay, machen wir. So, wir müssen erstmal hier mit ihm nehmen wir mal die coole Burg ein hier. Bam, bam. Aber auch gucken, wie es ist. So, und dann gehen wir hier mit hin und die checken wir auf jeden Fall mal noch weiter nach vorne. Und holen gleichzeitig noch jemand Neues raus. Und zwar langsam am Stärkeinfahrer landet kritische Treffer neben anderen Speerkämpfern. Matschkäfer. Nehmen wir ein paar Matschkäfer. Zack. So. Zug, Sage ist dran. Jedenfalls kein Nebel des Krieges, ist das schon mal gut. Man sieht halt ein paar Viecher mehr als wir, aber das ist auch nicht so schlimm. So, dann nehmen wir hier noch einen. Versuchen einfach alles zu besetzen, damit wir schön viel Kohle ernten können. Du nimmst das Ding ein. Perfekt. So, hier können wir noch was rausbauen. Dann haben wir nochmal hier so ein Schwertling raus, damit da unten das gleich besetzen kann. Und die Grünlinge schicken wir in diese Richtung. Zack. Und jetzt können wir noch was bauen. Was haben wir noch hier? Oh, keine Kohle mehr. Na gut, müssen wir nächste Runde machen. Zug beenden. Ah, sie laufen auch schon direkt los. Wollen nämlich auch gleich schon die nächste Stadt erobern. Die wissen wir aber zu verhindern, indem wir hier vorlaufen. Du nimmst bitte das Ding noch ein. Jo. Und dich rennen wir jetzt nach vorne hier. Und den kleinen schicken wir auch mit hinterher. So, was können wir jetzt noch bauen? Haben wir noch Kohle? Also wir können auf jeden Fall einen Wagen. Da brauchen wir nämlich. Nehmen wir hier so einen Riesling und den gleichen bauen wir auch hier hin nochmal. Zack. So, dann nehmen wir natürlich die Stadt noch ein. Da die haben ein bisschen mehr Städte als wir, wie man sieht. Aber vielleicht schauen wir trotzdem noch irgendwie. So, wir nehmen das hier ein. This place will do nicely. Gründaum denkt, er kann Setch Angst einjagen. Setch wird Gründaum zeigen, wie ein Floraner kämpft. No. Ich werde nicht zulassen, dass ihr weiter eine Schneise der Zerstörung schlagt. Geht jetzt, Setch! Oh, will er wohl nicht? Kommt natürlich nicht auf uns, ne? Klar nicht. So, und der Waffe raus. Und du kannst auch ganz hier lang laufen. Auch voraus. Schicken wir auch voraus. Die kleinen Viecher schicken wir her. So, hier noch so. Komm, wir nehmen jetzt nochmal. Nehmen noch so manch Viecher noch mit raus. Und hier vielleicht nochmal so ein bisschen. So. Ah, guck mal da, jetzt hat er schon Reiter da hinten. Wir müssen aufpassen hier. Zack. Die angreifen können wir da noch nicht. Die Welt kann eher laufen hier. Bis dahin, dann schicken wir nämlich diesen guten Mann so bis hier hin. Die schicken wir direkt wieder her. Und erst, wo du mit Gedanken kommst, du gehst in die Mitte. So, die schicken wir auch weiter voraus. Vielleicht kann er angreifen. Ah, dann schicken wir den kleinen dahin.
So, wir können mal reingehen. Riesling. Ja, auch mal raus. Zack. Gut. Super. Sage ist. Sage will uns haben. Der will uns haben, aber. Ich glaube, wir können. Ah, okay, scheiße. Konnte er da noch angreifen da? Hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber egal. Wenn wir uns einen riesen Typen, da wird er nicht so viel Schaden haben. So. So, jetzt werden wir mal gucken. Auf. Greifen wir von hier einfach mal an. Machen wir mal ordentlich wegknapfen. Ja, pass auf. Den erledigen wir jetzt hiermit. Scheiß ekliges Viech. Und wenn wir Glück haben, kann er bis dahin kommen. Jetzt. Super. Also haben wir auch Glück. So. Weiter voraus. Bogenschützen müssen wir auch hinterher ziehen. Da wie weit kann er laufen hier? Dahin. Und die schon mal dahin. Nein. Dahin. So, du gehst dahin. Und du läufst hinterher, damit wir doppelte Power haben, falls wir nochmal greifen sollten. So, was haben wir denn hier noch? Ein Grünwächter. Den nehmen wir auch mal. So ein Reiter. Gut. Super. Es ist ein schweres Verbrechen, die Hüter des Waldes gegen andere Floraner einzusetzen. Also wird Gründaumen keine Fensterriesen einsetzen? Umso besser für Sage. Okay. Die Riesen, schade, dass wir nicht einsetzen können. Weiß man nicht, vielleicht machen wir es trotzdem. Warten wir mal ab, wie es läuft. Okay, also, der kann nur bis dahin. Der kann irgendwo angreifen. Das kann er hier auch. Also, gut gelaufen. Dahin. Und dich setzen wir hier hin. Du kannst auch gut gelaufen. So, jetzt müssen wir uns kurz überlegen, wie wir es hier am besten reißen. Denn er hier wird versuchen, aber kann sich angreifen. Wer ist da? Also wir können, eigentlich können uns alle gerade nicht angreifen, deswegen stehen wir ganz gut. Nur er hier oben ist gefährlich und der hier ist ein bisschen gefährlich. Es sei denn, wir setzen ihn einfach ein zurück. Dann wird er das Haus wahrscheinlich angreifen. Schaden machen wir immer eben. Aber wir setzen ihn mal hier hin. Dann dürfte da eigentlich nicht so viel passieren, oder? Dann noch sollen wir den hier raus. Okay. Gut, testen wir mal, ob das mein aufgeht, was ich hier vorhatte. Was die Grüne heute da drin hat. Ah, das habe ich nicht gesehen. Das ist noch ein Gebüsch. Das ist noch ein Gebüsch saßen. Scheiße. Ah, oh, das war dumm. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der noch da sitzt. Ja, okay, das können wir versuchen. So, jetzt sind wir wieder dran. Okay, okay. Jetzt überlegen. Ah, wir können alle gut schießen. 45, 30, 20, 45, 80, finde ich gut. Die machen da. Natürlich nicht viel Schaden, was wir da reißen. Gucken wir mal, wie weit der hier runterkommen kann. Bis dahin. Warte mal. Bis dahin kann er kommen. Heißt, wir können auf jeden Fall hier sitzen. Dahin. Ich so ein bisschen nach vorne bekommen. Hinter der her. Der Schleuderbaum brauchen wir noch. Aber hier hinsetzen, dann könnt ihr da kampieren.
Und wir machen einen kleinen Angriff hier. Ist zwar nicht so pralle, wie man sieht, aber egal. So, mit ihm kann ich gar nichts angreifen, leider. Ich kann mich auch nicht mit ihm hier raustrauen, denn... Dann bin ich leichtes Ziel. Gut. Warten wir noch eine Runde. Ah, zum Ding schon, okay. Also er hat natürlich auch so einen Baum da, das wäre natürlich echt keine leichte Kiste werden hier. Dann. Dann machen wir die, wie es ausgehen könnte. Okay, ich kann ihn ruhig hier hinsetzen, weil angreifen wird er die sowieso nicht. Schleuderbaum nehmen wir auch. Bam. Dann machen wir gleich oben auch noch einen hin. Aber erstmal gucken wir, wie es weitergeht. So, wir haben natürlich einen Riesen da drüben, der wird natürlich echt Schaden machen. Mal gucken. Ja. Ah, okay, den kann er wahrscheinlich einnehmen. Ah, einnehmen kann er es wahrscheinlich nicht, aber. Mal hin. Okay, Wir setzen einfach mal wieder. Egal. Wir haben noch Kohle dafür. So, hier sind noch ein paar Pfeile drauf. Ich glaube, angreifen können wir das nicht. Aber wir können uns da hinsetzen und warten. Wollen wir den hier aber angreifen? Ja. Super. Ne? Zu wenig Schaden, was ich damit mache, dass ich den angreifen sollte. Ich kann natürlich da mal kurz platt machen. Die schon mal weg, wir stören sich nicht. Und ihn setzen wir einfach mal davor. Warte, nein! Ich? Das sind wir, bevor du wartest. Ah! Das sieht einfach alles nicht so rosig aus gerade irgendwie. Aber was soll man machen? Ja, wir warten noch eine Runde, bis wir so einen Bock bekommen können. Okay, machen wir die platt. Schwanzen. Okay, sind die auch weg. Ist der noch weg? Schlimm. Mehr passiert glaube ich nicht, ne? So, mal gucken, wie wir das machen. Also, wie weit kann er laufen hier? Oh, wir haben ganz schön eine Reichweite. Das heißt, wir können uns allerhöchstens da vorstellen.
Machen wir weiter. So, wie war ich mit dem nachher? Guck mal, das passt doch ganz gut. Guck mal kurz. Das bleiben wir auch kurz an. Das klappt. Grünen Daumen sollte zurückbleiben. Satch wird beißen. Satch wird töten. Er wird auch töten. Spacko. Spacko-Fatz. So, wir gehen unten. Er geht mit der ganzen Armee da oben längs. Oh, warte mal. Ist doch gar nicht so schlecht. Machen wir aber mal. Nehmen wir schon mal die Hälfte weg von denen. Oder so ein Dreiviertel. Nicht so verkehrt. Und du kommst von hier und beißt die einfach komplett weg. Bam. Da opfern wir natürlich ein paar Gegner, ein paar Dinger jetzt gerade, muss ich zugeben. Aber müssen wir machen. So, wir stellen uns mit ihm mal. Alles dumm. Wir holen uns noch so einen Schleuderbaum. Was kann ich machen gerade? Naja, okay. Eigentlich ist jeder Gegner gut, jeder Dings ein guter. Den lassen wir mal hier Riesling nehmen. Ja, egal. Jetzt werden wir ein paar. Jetzt werden wir auf jeden Fall drei Einheiten mindestens verlieren. Okay, haben wir den als erstes um. Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Oh, das war Sedge. Ja, wollten da, da gehen die alle drauf. Die müssen sich wieder ein. So. Mal gucken, wie weit wir kommen mit unserem Ding hier. Gar nicht, wie weit kann er hauen? Noch nicht viel weiter. Wir haben auf jeden Fall einen Schritt voraus. Nee, können wir nicht. Da. So. Mist. Mist. Alles Scheiße. Irgendeiner erwischt hier. Ist der Gegner, den ich erreichen kann? Ja, er kann ich erreichen, ne? Wir müssen einen Schritt zurück, hätte ich gesagt. Oh. Ich bin nur kurz da. Ach komm, Schuld. Was war noch so? So ein Schleuderbaum raus. Hier drüben. Kein Kohle dafür. Okay, das war's. Gucken wir mal. Jetzt, ja. Oh ja, boom. Ah, dieser blöde Riese. Das ist natürlich auch das ganze, die ganze Kohle jetzt gerade. Also die, alles jetzt weg, was wir uns aufgebaut haben. Ja. Ich fühle, wie sich die Energie des Waldes in mir sammelt. Wie immer werde ich damit riesige Ranken rufen, die meine Verbündeten schützen. Gegner den Weg versperren, es betrübt mich, dass ich nun zu Letzteren gehört, Sedge. Okay. Nee. Okay. Wir setzen uns kurz hier. So. Ist weg. Warte mal, dann kann er hier laufen hier. Ich glaube, bis zur Brücke gehen. Okay, hier müssen wir natürlich aufpassen. Der kriegt mich natürlich, kann mich natürlich super leicht erwischen. Der, nee, aber warte mal. Den können wir doch einfach hier. Shit.
kann auf jeden Fall unseren... Ist ja scheiße, er kann ja auf jeden Fall unsere Dings angreifen, da unseren Tribok, was natürlich sehr ätzend ist. Aber da müssen wir halt... Machen wir mal Wildwuchs. Oh, wie scheiße, das kann ich nicht groß machen. Ich will leider hier rüber gehen, zack. Mehr kann ich auch, doch, ich kann auch ein paar Gegner rausholen hier. Oh, mach ich wieder. Und los geht's. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt werden wir auf jeden Fall einen so einen Tribok verlieren wahrscheinlich. Naja, ihr müsst es nochmal angreifen. Mach's auch platt. Ja, kein Problem mit. Ja, da geht das komplett kaputt. Das glaube ich eigentlich nicht, oder? Nee, das ist schon mal gut. Der Heiligeras wird total zerstört. Gut. So, gucken wir mal, wie wir das jetzt regeln. Okay, also, der ist natürlich kacke da. Da können wir ihn doch wegflanken, ne? Genau. So, komm weg. Ist hier Sage, den kriegen wir natürlich nicht erreicht von hier. Ne, geht uns genau einen Schritt. Aber er kann es auch nicht erreichen. Also, im Endeffekt ist es ja egal, aber wir könnten auch einfach einen Schritt zurückgehen und hier kampieren und dann machen wir unser, reparieren wir unser Ding. Hier kriege ich leider auch noch nichts erreicht und die sind dann erreicht. Der könnte ihn erreichen. Können wir einfach das komplett zerstören. Ja, 60% runterhauen. Also wenn ich ihn jetzt runterhaue, dann kann der mich gleich mit zwei Gegnern angreifen. Das ist auch nicht so clever. Komm mal rein. Du gehst da vorne. Nee, den opfern wollen wir nicht auch nicht. Die sind nicht hoch. Hier holen wir jetzt noch. Ach, kann nicht. Wir haben eigentlich gar nichts mehr richtig, was wir machen können. Ach shit. Komm, wir versuchen es so. Er kann natürlich so viele Gegner gerade Dinger bauen, wie er will, Armeen, und wir können nichts dagegen wirken eigentlich. Außer ihn gleich Platz zu machen, aber das bringt uns auch nicht so viel. Okay. Jetzt müssen wir uns gleich einigen, wie wir den Platz machen. So, wie weit kann er denn laufen? Kann das heißt, wenn wir uns da hinstellen, okay, warte mal. Stellen wir mal. Brauchen wir gar nicht, oder die brauchen es gar nicht. Plötz. Und die könnte ich von hier angreifen. Dann nehmen wir schon mal ein bisschen was weg. Er kann mich da ja nicht erreichen, nö. Wir können ihn da drüben leider auch nicht erreichen. Aber er kann mich hier definitiv nicht erreichen mit einfacher Folie. Aber wie weit kann er gehen? Ah, okay. Und mit dem dürfte er mich nicht erreichen können. Ah, ich kann auch nicht davor, scheiße. Gut, dann müssen wir mit ihm mal hier vorlaufen. Cleveres Büschchen. Oh, da kann er den angreifen. Soll er ruhig machen. Locken wir in eine Falle vielleicht. Er kann natürlich, aber wir müssen retten, wir müssen den schützen. Wir haben ihn davor. Müssen wir gucken, wie weit er kommt. Okay. Testen wir mal. Ja, ja, immer nicht alles hier. Ey, die nehmen alles. Die haben uns sowas von zurückgedrängt. Okay, er greift die an, die macht er wahrscheinlich platt auch. Aber wir können ihn jetzt gleich platt machen. Dann gehe ich aus. Okay. So. 60 auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Das kriegen wir hin. Zack. Mit dir. Prozess. Wenn jetzt aber zu viele Gegner sind. Und das haut noch eine hier. Noch so ein Schleuderbaum. Hauen wir auch noch raus. So, irgendjemand, kommt da irgendjemand an unseren Schleier links ran, ne? Er könnte angegriffen werden. Was wir gehen mit dir. So. Mal was rausholen. Ah, so ein Spiel ist auch raus. Okay, los geht's. Ah.
langweiliges Match, weil man wirklich nur auf defensiv sein kann hier. Da kann natürlich immer mehr Gegner, weil er ja auch genug Kohle hat. Er kann immer mehr Gegner rausholen. Ich glaube, wir sind nachher eine Überzahl an Gegnern. Wie du siehst, greift auch nicht an. Das ist ein sehr schlauer Computergegner, eigentlich muss man sagen. Also sehr schlaue KI. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist natürlich für uns jetzt ein bisschen problematisch hier, aber... So, mal gucken, wie viel kann er? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Also wir können ihn wieder hier davor stellen. Ich will mal sein Wildboot probieren hier. Was bedeutet denn das? Kann ich das überall hinsetzen jetzt hier, oder? Wie macht man das? Ah, ich kann hier Felder setzen, okay. Machen wir gleich. Gucken wir erstmal, wie weit er kommt hier. Er kann unser Viech-Ding angreifen. Wir können ihn nicht angreifen. Also er drängt uns immer weiter zurück, wie ihr seht. Aber wir können den hier hinsetzen. So. Ich, ups. Ich hole mal nach vorne. Ich auch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist das Problem daran. Und die nicht rollen kann und gleichzeitig angreifen kann, aber so ist das. Gut, Schlüsseln nehmen wir auch noch hier raus. Ja. Okay. So, ich will das Video wirklich mal ausprobieren. Mal hier was hin. Hier, wie viel kann ich setzen? Nature's Cry! Okay. 5 Stück. Perfekt. Oh, das war's. Zug beenden. An. Was Setch ist nervig, ne? Ein nerviger Kasper ist das. Oh. Oh, wie viele Gegner der langsam hat. Das ist echt normal. Kommen wir gar nicht hin an. Zack. Ist weg. Ich meine, ich kann einen Gegner nachher ausschalten, aber wir kommen nicht voran. Das Problem. Aber vielleicht können wir gleich, wenn wir genug von diesen Dingern haben, auch ein bisschen vorankommen. Hier können wir ja durch, das Wildwuchs. Hier natürlich nicht. Und dann werden wir noch da stehen. Kurz weg. Natürlich ihn wegmachen können wir ihn nicht, aber... So, ne, warte, wir gehen mal hier vorne. Bauen wir auch eine kleine Armee jetzt hier hinten auf. Vielleicht bauen wir auch nur diese Tripods die ganze Zeit. Versuchen damit erfolgreich zu werden. So. Gut, das war's. Ah, das ist doch echt mal. So, machen wir weg. Ja, das müssen wir hier ihn austauschen. Dann müssen wir hier hin. Ich hier mal einen nach vorne. Und... Das Problem ist, ich muss den Gegner da lassen, weil die können mich noch gleich angreifen. Echt ärgerlich, kann er echt nicht kriegen, aber er könnte... Er kann mich auch nicht kriegen, okay. Wird noch stehen. Schleuderbaum hier. Zack. Okay, wenn wir alles voll mit diesem Schleuderbaum, vielleicht um die ganze Küste dabei abstecken, dann ist egal, was sie machen, wir können die immer platt machen. Aber er holt sich auch die ganze Zeit Gegner, deswegen, also nicht Gegner, aber sondern Sachen so. Gucken, wie schnell es geht hier. Ich spule ein bisschen vor so, ne? Tick, tick, tick. Ein bisschen schnell. Wenn man auf B gedrückt hält, dann spult er so ein bisschen vor. Wie ganz nett. Versteckt sich da so ein Heini da oben drin, ist natürlich totaler Quatsch. Okay, so.
weg. Wählen, welcher hier am wichtigsten ist. Nicht der hier. Hallo. So, können wir direkt besetzen. Befund. Hier. Oh, super Matschkäfer. Der kann ziemlich weit schießen. Ja auch, aber die können beide nicht meine Dings treffen. Deswegen ist mir das egal. Hier. Nicht weiter ran. Nicht weiter ran. Nicht weiter ran. Ich kann theoretisch mit dem mal weiter nach vorne gehen, warte mal. Machen wir das ja auch. Und wenden. Nein. Na okay. Wollen wir mal zurechnen? Ach, das sind immer mehr Gegner. Ich kann seine eine Armageddon-Macht, die er da hat, ey. Yeah. Machen wir das jetzt. Yeah. Ich bin auch hier, okay. Du machst den weg. Der obere, auf der Brücke weg. Und du gehst mal hier hin. So, wie kann das da? Wie kann das da? Wie kann das da? Wie kann das da? Also pass auf, den können wir uns praktisch hier hinnehmen. Rausmachen. Und wir holen jetzt noch so ein. Ah, ich glaube, wir holen nichts. So. Bin ich gespannt. Wie gesagt, kommen immer mehr Gegner hinten. Wir haben eigentlich so gut wie keine Chancen eigentlich. Ich glaube, es wird einfach ein endloser Kampf. Machen wir jetzt aber, pass auf. Das Haus hier zerstören. Kann er es angreifen? Nee, kann er nicht. Na gut. Machen wir doch mal hier eine kleine Bombe drauf. Mal gucken, wie er kommt. Er kommt. Er kann angreifen tatsächlich. Aber nicht, wenn wir ihn da vorstellen, oder? Kann er nicht da rankommen, ne? Nö. Sehr gut. Ihn stellen wir dann. Warte mal, wie kann er kommen? Dann stellen wir dieses Ding hier hinten hin. Wir haben gleich drei Dinger, die wir womit bombardieren können. Was bringt, weiß ich nicht. Ja, ich auch egal. Gut, dann lassen wir das so. Kann leider auch nicht weiter kommen. Also wir müssen ihn auf jeden Fall auf die andere Seite noch bekommen. Oder dahin vielleicht. Ach, was machen wir? Wir müssen auch einfach mal kämpfen, glaube ich. Wird das alles hier nichts. Gut. Lassen wir es so stehen. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Da oben, das ist echt so ein bisschen. Das ist Not gegen Elend hier, ne? Okay. So, gucken wir mal. Als erstes haben wir die Pfeile, die können wir auf ihn schießen. Weg. Und dich. Auf den wegmachen. So. Dann haben wir dich. Du kannst keinen wegmachen. Dich haben wir aber. Wir können das den hier weghauen. Wir wollen mal kurz gucken, wie weit ihr laufen könnt. Du kannst mich angreifen.
angreifen. Du kannst mich auch angreifen. Okay. Ah. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Angreifen kannst du da, aber du kannst die Däger nicht laufen. Das heißt, mich da hinstellen, dann. Ja, eigentlich müsste ich die angreifen, ich weiß. Aber bringt nichts, wenn ich jetzt mein Mopsi hier nur zerstört. Was anderes? Ich bin nicht da. Dann, dahin. So, er kann die beiden angreifen und er kann die beiden angreifen. Was richtig ist, cool ist, kann er nicht angreifen. Mal kurz gucken, was wir ihn. Den kleinen hier mal hier oben draufstellen. Hier ist ein Schritt vor. Gut. Weg. Warte, ich muss ja irgendwie ein bisschen machen. Aber na gut. Machen wir so. Oh, da haben wir noch einen Schleuderbaum. Nehmen wir noch dazu. Okay, langsam werden es zu viele und das wird auch immer länger, das Video. Ich gebe es zu, das ist echt ein unspaßiger Kampf gerade, aber ich möchte irgendwie das auch schaffen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Chancengleichheit hier. Okay, also wie machen wir das jetzt? Wir können ihn von hier angreifen, das bringt uns nichts. Wir können ihn platt machen, nee, das können wir nicht. Wir können ihn angreifen. Okay, jetzt ist es ein bisschen eng, weil der kann uns auf jeden Fall definitiv angreifen. Aber dich holen wir, oder? Dich holen wir hier vorne hin. Und dann machen wir das so. Yes. Damit nicht zu viele von denen da sind. Weg. Und hier erledigt hoffentlich den Rest. Daten reinschicken oder was? Das machen wir auch, indem wir hier so einen Wertling da rausschicken. Und hier schicken wir nochmal so. So, jetzt haben wir ihn natürlich hier, der uns jetzt hier eigentlich angreifen wird und ein bisschen was zerstören wird, aber das ist denn so. Wollen wir nicht ändern. Er wird uns wahrscheinlich ein so ein Kanonending vielleicht kaputt machen. Aber ganz zerstören sollte er es nicht können. Hoffe ich mal. Nee. Sind sie natürlich alle auf unten geeicht, wie man sieht. Pass auf. Machen wir das jetzt. Ihr könnt nur so weit, du kannst so weit. Ihr könnt mich natürlich treffen. Was wir machen? So, weg mit dem blöden Hund da. Und jetzt. Einmal einnehmen. Schon mal this place will do nicely. Einfach aus dem einfachen Grund, dass der uns jetzt zerstören könnte. Wo die einen könnten und die alle jetzt nicht angreifen. Einer von denen. Nur bis da vorne kommt nicht hin. Hier können wir von ihnen angreifen. Gehen mit ihm auch nach vorne und schicken uns auch gleich so ein Katapult nach vorne. Damit
den Katapult schicken wir auch noch wieder nach vorne. So. So, und den packen wir. Na, wollen wir mitschicken? Ja, brauchen wir nicht, ne? So, der geht auch nach vorne. So, zu Ben. Okay, lassen wir mal schneller ablaufen hier, damit wir sehen, was die alles machen sollen. Angreifen tut er irgendwie nicht. Also er sammelt genau wie ich einfach fette Armee. Ja, zu Recht. Würde ich auch machen so. So, die können wir platt machen, die können wir platt machen, die können wir platt machen, die können wir nicht platt machen, aber also noch die nehmen, die gefährlich werden für uns. Naja, was gefährlich ein Ding, ne? Ist mir auch egal, aber. Guck mal. Aber wir können mit dem auf jeden Fall die Stadt treffen. So. Wenn wir die Stadt haben, können wir denen das auch erobern. Super. Wenn wir es erobert haben, können wir denen auch nach vorne gehen. Ne? Und eigentlich dürfte kein Gegner von uns hinkommen können. Ist gut. Machen wir. Gehen wir ihn hier nach vorne. Ein bisschen risky alles. Risky ist es nicht, aber. Oh, schön, das ist gespannt. So. Machen wir gleich platt das Haus. So, die stellen wir mal hier. Und die kommen nach vorne auch. Falls hier mal schön kampieren, wenn du nicht kaputt gehst. Weil der Baum wieder mit. So, wie siehst, benutze ich fast nur diese Schleuderbäume da. Aus dem einfachen Grund. Was soll ich sonst machen? Ist ja wirklich so. Ja, Schwertling raus. So. Das ist auch begrenzt. Das sind nur 30 Züge und dann ist das Spiel zu Ende. Also, guck mal. Ja, guck mal, er will das irgendwann wiederholen. Soll er euch machen? Je dichter er rankommt, desto besser können wir ihn gleich erledigen. Okay, mit denen habe ich jetzt nicht so gerechnet. Aber naja. Gut. Ja, das kommt gleich nochmal hin. Gucken wir uns so gleich wieder. So, als erstes. Und mal das Häuschen wieder hören. So. Das zerstören wir auch. Naja, nicht ganz. 1%. Oh, 1% wird er leben. So, dann schauen wir mal hin. Jetzt müssen wir hier gucken, wie wir das machen. Also wir können die wegkommen vielleicht. Ganz, aber mit dem und du und dir müssten wir diesen hier ein bisschen bieten. Das Dumme ist natürlich, stehen jetzt ein paar Soldaten vor. Das heißt, er könnte mich angreifen von hier oben. Seht ihr das? Das können wir nur verhindern, indem wir unseren Reiter als Kanonenfutter hier hinstellen. Er kann auch beide schießen, das ist nicht viel. Greifen lassen, okay, nichts. Aber für ihn lassen wir einfach mal das Ding noch besetzen. Er ist das schon mal weg wieder. Auch wenn sie es gleich wieder zurückerobern werden. So, wieder mal hier durchlaufen. Gucken wir mal hoch. Ah, das hätten wir auch andersrum machen können, ne? Egal. Hier nochmal einen Grünleuchter raus. Und die schütten wir dann hier runter. So. Er kann eigentlich gar nichts machen gerade. Dann stellen wir das mal runter. Und zu Ben. So, Sage, was machst du jetzt? Wird langsam albern, ne? So, gucken wir mal an. Na, mach das wieder, ist doch gut für uns. Dann können wir ihn gleich platt machen. Aber wie du siehst, der kommt wieder wirklich schlau. Also, der greift nicht direkt einfach an und lässt ihn so als Kanonenfutter enden alles. Sondern das dauert schon ein bisschen alles hier. So, check. Gut. Und 30 mal. 28, komm, das Ding mal zerstören wir. Auch wenn wir dadurch unsere Einheit zerstören ein bisschen. Macht nichts. Warte. Jetzt mal daneben. Und hier ist ein bisschen Leben, nicht viel, aber mal ein bisschen.
So. Mit dem unteren. Können wir dann ganz lässig das wegmachen. So, jetzt müssen wir gucken, was wir die platt bekommen. 20%, wie viel hat er? 16, das passt doch. Der könnte unseren Bock angreifen. Kann er so nicht mehr. So, dann stellen wir unseren Boss mal hier hin. Der könnte mich angreifen noch. Ja, kann auch nicht. So, du reitest mal hier nach vorne. Müssen jetzt auch ein bisschen was erledigen. Du bist auch dahinter. Halt einfach nur eine fette Kolonne mit diesen blöden Böcken. Ist auch abgespaced, oder? So, was haben wir noch hier? Was können wir machen? Oh, ein Schleuderraum, nein. Ja, warten wir. Das lassen wir jetzt mal so. Kann der das eigentlich einnehmen? Ne, kann er nicht. Das ist doch schön, um warten gewesen zu sein. So. Was geht los, Satch? Jetzt haben wir die mittlere Insel schon bald erobert. Wenn wir die erobert haben, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so schwierig. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Auch ein langer Weg. Eine Nebenmission? Ganz schön viel. So. Mal gucken, wie wir es hier oben machen. Und jetzt müssen wir irgendwie unsere Kolonne ein bisschen anders hinbauen. Aber wir können auf jeden Fall das schon mal wieder kaputt machen. Die Kohle fließt. Den dahinter in den Dorf aus dem Gefecht. Und. Ja, hier können wir nicht viel machen. Aber wir können dich nach vorne holen. Dich auch. Wir müssen hier oben mal gucken, pass mal auf. Also, wir können bis dahin, kann er gehen. Soll er ruhig? Wie sitzen wir dahin? Mal kurz gucken. Ne, warte mal. Was kann da gehen? So. Mal schön nach vorne ziehen, die Leute. Wie ist es hier? Okay. Wir können hier nicht weiter nach vorne. Wir können natürlich ihn außer Gefecht setzen. Dann würden die unseren Hund gleich platt machen. Den wollen wir behalten. Und dann werden wir den Zug. Ah, jetzt hat er schon, guck mal, wie viele Dinger er jetzt schon hat. Okay. Das kann sein, dass wir jetzt ein bisschen was abkriegen, aber. Au! Oh. Na, du greifst in meinen Kleinen, dann wirst du wohl drauf gehen, tut mir leid. Aber jetzt werden wir wohl nicht drauf bauen. Na, wohl, nee. Okay. Und jetzt geht's uns alles. Ah. Der nervt, weil der kann unseren Typen da ein bisschen angreifen. Aber vielleicht können wir ihn ja auch platt machen. Genau, machen wir jetzt. Gut, dann können wir mit ihm ja auch mal wieder einen Schritt vorauskommen, glaube ich. Ne? Genau, über zwei. Zack. Den lassen wir wahrscheinlich noch das. Obwohl, ne, den ziehen wir auch nach. Jetzt ist er nämlich da. Der kann da nichts angreifen hier. Ne? Aber sitzt ganz gut auf. Kann er mich angreifen? Platt machen. Oh. Guck mal. Machen wir so. Wir werden zwar ein bisschen Verluste heilen, aber ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen. Wir sitzen ihn so ein bisschen im Nacken, würde ich sagen. So ein Reittier. Da kann ich nicht mehr so viel machen. Können wir das Dorf hier einnehmen? Da werden wir gleich ein paar Pfeile abbekommen, aber das macht nichts, dann haben wir schon mal ein bisschen Kohle. So, soll er noch mal zeigen, was er kann?
Ah nein, kann er zu dem ran? Scheiße. Na gut, aber kaputt machen können sie es nicht. Muss egal sein? Ja, komm. Na gut. So. Haben wir jetzt, pass auf, jetzt regnet Steine, Leute. Jetzt regnet Steine. Er kann natürlich, da können wir nicht weitergehen mit, aber wir können ihn hier auslöschen, glaube ich, so ein bisschen. Das Setch, der wird uns direkt angreifen, das geht natürlich nicht. Was weg. Ich nicht, müssen die vielleicht die anderen haben. Ja, man sieht, bin ich jetzt ein bisschen durch den Wind. Ja, nicht durch den Wind, aber leichtes Chaos hier. Denn wir würden natürlich gerne den hier weg haben, weil der könnte unsere Formation da oben zerstören. Wie man sieht, kann er uns auch angreifen. Das hilft eigentlich nur, dass wir uns direkt vor ihn stellen. Bei hier und warten. Dann muss er einen von uns angreifen und kann gerade nichts anderes machen. Er könnte uns natürlich angreifen da vorne, sehe ich gerade. Aber wir können ihn davor. Kann er zwar immer noch. Na guck mal, kann er uns gar nicht mehr. Ah, geil, das ist auch eine gute. Das ist doch gut gelöst. Ich weiß nicht, wie weit Setch laufen kann. Na, kann er bis da? Dann können wir ihn eigentlich noch hier ein bisschen platt machen von der Seite. So. Dann haben wir ihn noch. Und den ziehen wir jetzt bis nach hier vorne. Oh, warte, wir könnten noch den komplett platt machen. Ne, können wir nicht, schade. Gut. Oh, die holen wir noch, kleiner Mann. So, schon wieder. Jo. Gut. Superman. Wie man sieht, haut er sich einiges zu. Aber das bringt natürlich nichts. Setch läuft weg. Alle Schisser. Oh, ich will auch weglaufen. Bei der imperialen Macht, die ich hier habe, lohnt es sich nicht, den zu bleiben, glaube ich. Bis dahin kann er gehen. Hier war doch noch anders. Können wir nicht von hier. Vielleicht kann er laufen. Ah, gut. Ich glaube, du gehst mal hier wieder weg. Aber gerade nicht. Bis dahin. Bis dahin. Kurz. Gut. So, und ich ziehe auch nach vorne. Gut. Und dann hätten wir den Zug. Okay. Aber das ist nicht so schlimm, das war der Sechser, der war eh schon schnell erledigt. Also wir haben jetzt noch mehr Kraft da reinzuhauen. Also es kann eigentlich gar kein Gegner kommen und uns angreifen, glaube ich. Jetzt ziehen wir nach vorne. Ne, geht nicht. Aber wir können hier ein bisschen was angreifen. Das lassen wir so stehen. Dann mal hier hin. Ein bisschen bewegen die ganzen Figuren. Und die auch noch rum.
Gut, lassen wir es mal so stehen. Gucken, lassen wir die angreifen. Wir haben jetzt die ganze mittlere Insel erobert. Deswegen im Endeffekt. Das war erobert, aber es ist ja nicht von permanenter Dauer. Super. Ich würde sagen, wenn jetzt nicht alles total beschissen schief läuft, haben wir diesen Sieg so in der Tasche. Wir rennen den besten mal davor rein. Müssen wir ruhig ein bisschen was angreifen. Ne? So, zu Ben. Ich glaube, Sage, da muss ich langsam Sama ziehen. Ach, scheiße. Das hat wieder nicht gesehen, ne? Dass ich rankommen konnte. Na gut. Ist aber nicht weiter schlimm, denn wir können mit diesem hier... Ne, warte. Diesen hier? Wir müssen den weg haben, aber... Da. Müssen wir mit diesem hier... Guck ich echt nicht hin. Okay, pass auf. Mach was anderes. Hier stellen wir einen Chor. Der erobert mal hier. So besetzen. Mal dahin. Ein bisschen kämpfen. Der. Okay, ich kann den erreichen. Super. Mann. So, und jetzt. Gucken wir halt, wie weit können die gehen. Okay, wir gehen auf jeden Fall bis zur Brücke rauf. Auch bis zur Brücke. Geh her. Oh. Und ich kann mich hier hinstellen, hier vielleicht da. So, zu Ben. Ja, wir haben auch richtig viel Kohle jetzt, aber viel müssen wir nicht mehr bauen. Kann er natürlich gerade er zurück, aber das interessiert uns aber einen Scheiß. Denn wir werden einfach ihn sagen, dass es gleich wieder kommt. Dann greifen wir das Dorf hier an. Natürlich nur mit heiler Kraft. Macht aber auch nichts. Da darf ich auch nicht gehen. Aber mit ihm können wir noch hier. Wollen wir ihn angreifen? Ja, mit ihm angreifen. Können wir ja nicht, wenn ich jetzt drauf bin. Nö, das ist super cool. Okay. Okay. Jetzt die Frage: Wie lange dauert dieses ganze Spiel noch? Wir sind jetzt mit einer Stunde zugange. Ich habe zwischendurch mal vielleicht ein bisschen vorgespult, weiß ich nicht, wie ich es mache, aber ich glaube, vielleicht lasse ich mal schnell ablaufen, damit ihr seht, wie schnell das alles gehen kann. So, aber wie ihr seht, ist da eigentlich so gut wie am Ende, also viel mehr dürfte jetzt nicht mehr passieren. Nicht mal. Was machen wir jetzt hier?
Oder? Das können wir schon sein Haus angreifen. Das machen wir jetzt einfach. Bam. Und nochmal sein Haus angreifen. So, jetzt können wir jetzt auch noch komplett platt machen, das Haus. Dann haben wir das ganze Spiel und das ganze Elend am Ende. Zack. So, eine Stunde haben wir für diese Map gebraucht. Eine Stunde. Endlich. Dieses dunkle Kapitel ist damit abgeschlossen. Sedge. Es macht mich traurig, Sedge. Nach all den Chancen, die ich euch gegeben habe. Dem Vertrauen, das ich in euch gesetzt habe. That's enough. Ich dachte, wir hätten Fortschritte gemacht, aber ihr verweigert jegliche Besserung. Ich war ein nahe zu denken, dass ich euch ändern könnte. Geht nun, Sedge. Ihr seid in diesem Land nicht mehr willkommen. Sedge geht. What? Aber Gründaum sollte sich vor dem Schatten hüten. Genau wie Gründaums geschätzte Freunde aus Kirchenstein. Such a waste. Sieg! Super. So, was haben wir denn? Du kannst Gründaum jetzt in der Arkade spielen. Super. Das war dann vor zu Sedge freigeschaltet. Jo, das war ja ganz schön krass. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.